Hallo und herzlich willkommen zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist der Allison Burger und wir spielen selbstverständlich jetzt weiter City Skylines mit einer kleinen Änderung, die ich euch sofort erklären werde, wenn das Spiel denn mal geladen hat. So, wie ihr merkt, Season 2 läuft immer noch. Stadt wächst und gedeiht. So mehr oder weniger. Wir machen mal kurz Break. So, ich habe mich mal ein bisschen rumgelesen und ich habe ja gemerkt, wir haben des Öfteren hier. Oder hatten es jetzt drin. Sowas. Nicht genügend Verkaufsware. Was mache ich denn da? Also entweder habe ich nicht mehr reingelesen, entweder habe ich zu wenig, wenig Industrie. Da ich hier aber ganz okay bin. Und wir mal kurz gucken. Wir haben hier und hier. Aber hier will aber auch keiner. Und von dem oder dem, eins von beiden ist es halt, ne? Habe ich auch recht viel eigentlich. Dann habe ich mal gelesen, hier und da haben sie mir erzählt. Ja, die Güter müssen ja auch alle hier und da hergebracht werden. Und wenn es hier lange Staus gibt, so wie hier, dann kommen die Güter alle gar nicht an. So, dann habe ich mich mal reingelesen. Ja, was mache ich denn, wenn es Staus gibt? Hier und da und tralala. Denn hier funktioniert alles. Hier ist noch nur so mittelmäßiger Verkehr. Verkehrsaufkommen ist gut. Wir haben viele Kreuzungen. Wir haben viele Abzweigungen, was hier nicht so ist. Hier ist, ja, viel, viel Chaos. Und ja, dann habe ich einen Tipp gelesen. Ja. Straßenverkehrskomme scheiße. Musst du irgendwie hinkriegen. So, wie mir jetzt hier aufgefallen ist. Die Straßen haben alle keine Ampeln mehr. Ich habe einfach mal alle Traffic Lights entfernt. So. Gucken wir mal. Machen wir Play. Ein bisschen schneller. Dann gehen wir mal hier eine vielbefahrene Kreuzung hin. Und die Autos können ja einfach zack, 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 zack. Alle nacheinander abbiegen. Das ist ultra schnell. Und hier kommen die Leute. Ja. Mit ein bisschen Gestocke kommen die aber doch recht zügig raus, finde ich. Und ich weiß nicht, ob mir diese Mod was bringt. Wir werden sie auf jeden Fall mal ausprobieren. Und die ganzen Gebäude, die keine Bock mehr hier haben, die werden wir nochmal kurz abreißen. Da mal kurz. Hier sieht es immer. Oh, oh. Doch, aber was ihr habt. Ja, gebildete Arbeiter fehlen mir noch ein paar. Was heißt ein paar, ne? Da fehlen halt schon jetzt einige. Aber halt jetzt nicht so in den massiven Masten, sag ich mal. Oh, hier möchte noch ein Häuschen weg. Und ja, hier schon ultra hat was los. Müssen wir mal gucken, heimlich. Wenn wir uns den Strom angucken. Jo, diese ganzen Verbindungsbrücken hier sind der nächste Mal. Die können mal weg. Ah, jetzt kommen ja schon wieder Häuser. Und das ist Gewerbe. Alles dieses dunkelblaue Gewerbegebiet hier. Hier mal ein hellblaues. Müssen wir mal gucken, was fehlt dir. Scheiße. Ich wollte es natürlich jetzt nicht abreißen. Naja, gut. Dumm gelaufen. So. Dann würde ich am liebsten mal hergehen. Und nochmal Straßen setzen. Einfach mal Straßen überziehen. Da. Machen wir mal hier mal schön. Mittig. Ja, auch wenn es hier ein bisschen breiter ist, die Straße, es funktioniert. Und hier hätte ich jetzt gerne. Na komm, wir ziehen doch mal Fälsche lieber. Dass wir hier Wohnhäuser hinmachen. Hier hätte ich gerne zur Hälfte das. Und zur Hälfte das. Dann einmal das. Einmal das hier. Und noch einmal das hier. Oh, Wasser, Wasser, natürlich. Wie konnte ich nur? Erstmal kurz die dicke Straße. Und dann ziehen wir hier einfach mal quer rüber. Was kann man hier den Leuten noch Gutes tun? Feuerwehrtechnisch sind wir zwar gut ausgerüstet, aber man weiß ja nie.
Oh. Polizei ist hier nicht so viel. Dann setzen wir hier nochmal eine kleine Polizeiwatte hin. Dann können die da mal mit Lucky Lucky machen. Bildung? Aber Bildung brauchen wir hier eigentlich nochmal. Machen wir das mal dahin. Das hätte ich gern hier. Und das Ding da. Schaden tut es mir im Leben nicht. So, jetzt haben wir hier dicke Straße. Da können wir hier noch was runterziehen und dann so mal eine Querstraße hier machen. Haben wir noch irgendwelche großen Buildings, die wir bauen können? Oh ja, hier, was haben wir hier? Aquarium. Oh jo. Warum nicht? Setzen wir hier mal die ganzen Dinger dahin. Werden die Leute vielleicht etwas glücklicher? So, hier machen wieder Industriegebäude, die weg wollen. Eieiei. Dann haben wir noch eine Busroute, die wir neu machen möchten. Und da, nach da. Nach da. Nach da. Nach da. Nach da. Nach da. So, jetzt haben wir hier noch eine Busverbindung. Eine weitere Busroute, sag ich mal. Flugverkehr haben wir da. Schiffsverkehr haben wir hier auch. Mir sogar recht gut, sag ich mal. Hier Maschinenverkehr. Maschinenverkehr, den habe ich hier lang gezogen. Ne? Also der müsste laufen. U-Bahn haben wir gesagt, ne? War man nicht. Hier fehlen uns Arbeiter. Uns fehlen ungebildete Arbeiter. So, so. Das heißt, dieses Gebiet hier ist für den Arsch. Dann kommt dieses weg. Ich will noch ein Haus, das weg möchte. Und ich habe das Gefühl, mit dem Warenscheiß. Das Problem löst sich so einigermaßen. Ich habe das Gefühl, die meisten wollen hier runterfahren. Machen wir mal Folgendes. Welche Richtung geht die sein bei der Straße? Da. Also ich mache mal Folgendes. Ich gehe mal ganz mutig her. Ah ne, ich will Demolition machen. Zack. Dann gehen wir mal her. Nehmen das hier. Und führen es mal darunter. Hier mal wieder so eine hässliche Ampel jetzt drin. Ja, so ist gut. Und dann können wir hergehen. Und das so rüberführen. Dann können wir wieder hergehen. Und das Ganze hier mit dem Wohngebiet vollkleistern. Oh, guck mal an. Hier mal inzwischen gar keine mehr. Jetzt kommen wieder welche, weil gerade ein Zugang kam. Ey, das geht raus wie Butter. Finde ich ganz schön geil. So. Da haben wir noch ein hart zerfallenes Haus. Guck mal, die haben ja alle hinten am Parkplätze. Finde ich krass. Wir haben aber hinten... Ah, doch, ein Gebäude haben wir noch so bauen können. Oh, was wir hier schon alles für ein Gebäude gebaut haben. Richtig heftig. Hallo, auf, das hocken wir mal direkt daneben. Dann sind die Leute da schon gleich viel glücklicher. So, haben wir denn auch überall Wasseranbindung, ja? Das können wir schon mal hergehen, weil wir das mit Sicherheit auch noch später vollbauen werden. Darüber ziehen. Abwasser.
Abwasser sollte man vielleicht noch mal setzen. Dann können wir diesmal den hier machen. Dann müssten wir auch... eine komplette Wasseranbindung diesmal haben. Dann können wir sogar da gehen. Und dieses hässliche, ich sag mal, irgendwas hier eiskalt mal abreißen. Ja, perfekt. Die Stromleitungen können auch endlich weg. So. No. Wir wollen abreißen. Das und das. Ja, die haben hier... Ah, zum Glück haben die eine Anlaufstelle. Meine Fresse. Aber was wir nochmal gerade gucken müssen. Müll. Sieht gut aus. Wir haben hier uns in den AKW alles reingeklatscht. Das sieht so recht düster aus. Boah. Auf die Gegend bin ich eigentlich schon stolz. Die sieht nämlich geil aus. Ja, Leute sind happy. So wie ich das gehört. Was wir vielleicht mal machen könnten. Wo habe ich es nochmal? Transportmittel. Hafen. Ein Güterhafen. Dass wir den nochmal hier hinsetzen. Mal zwei von den Hafen, zwei von den Häfen. Das ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Dann können wir hier auch so eine Straßenlöcher dran setzen. Hat er Strom? Ja, Strom hat er. Wasser hat er sogar auch gerade so. Setzen wir nochmal einen Slipper, weil ich freundlich bin. Wasserpumpe. Ah ja. Können wir hier schon mal das komplette Gebiet anschließen. Weil früher oder später brauchen wir es sowieso. So, dann machen wir hier nochmal Wasserverbindungen hin. Oh. Weil unser Wassernetz noch ein bisschen aufgefresht ist. So, jetzt gucken wir mal, ob da auch bald Güterverkehr hinkommt. Oh, wir können neu Monument bauen. Nee. Ach so, langweilig. Oh, hier, sowas. Guck mal, was haben wir was Neues? Ach Gott, Monumente. Dienstleistung, die ultimative Lösung erstellen. Was wollen Sie hierfür? Ein großes Einkaufszentrum. Mhm. Observatorium? Geschäftspark. Turm der hohen Zinsen. Und hat einen Drogenkorridor. Kathedrale des Wohlstands. Was haben wir hier noch? Dienstleistungsgebäude. Turm der hohen Zinsen. Stadt hat 2000 Schulden. Ne. Und was? Bauen Sie 7 Instanzen von Universitäten. Okay. Ah, ne. Okay, was haben wir hier noch? Ein Unterdrückungsbüro. Da können wir zwei neue Dinge können wir bauen dazwischen. Das machen wir auch gleich mal. Ort ist bereits belegt. Ist schade. Hier haben wir noch Platz. Was? Ich wollte schon gerade sagen, Beutel existiert bereits. Was? Und hier, zack und zack. Können wir jetzt irgendwas davon bauen? Nein. Schade. Gucken wir nochmal. Ein Park ist auch dazu gekommen und kleiner. Den können wir mal dazwischen setzen. So, einfach weil wir es können. Da haben wir alles, da haben wir alles, da. Jo,
Mehr können wir im Moment noch nicht. Ah, und unsere, ich sag mal, unsere Reichweite gerade hier oben ist schon nicht schlecht. Sag ich mal, das gefällt mir. Das gefällt mir. Wie schaut es gerade aus mit unseren, ja, Verbrecherrate bei 5%? Ultimativ niedrig. Das ist geil. Lautstärke, ja, das ist natürlich ultimativ laut alles. Das ist natürlich hier optimale Wohngegend. Ja. Verschmutzung, ja, Industriegebiet halt, ne? Was ist das hier? Achso, nochmal eine Kackeverarbeitung. Hier war nochmal Hartkacke. Ja. Die machen wir halt eben Schmutz ohne Ende, aber Wasser ist sauber. Das ist gut. Gesundheit, ja, das sieht alles top aus. Kacke auch. Wissen kommt hier oben, glaube ich, nicht so gut an, ne? Ja, ich glaube, da fehlt immer eine Grundschule oder sowas. Grundschule. Ja, da ist das Gebiet auch. Was Grundschulen angeht, ist das Gebiet hier sehr dünn besiedelt. Guck mal da. Und da sogar eine hinsetzen. Meine Güte. Bildung ist hier das A und O. Dann gucken wir nochmal. Das Ding würde ich aber gerne wieder schließen. Da haben wir Busse in Verwendung. Wir haben so viele Busse in Verwendung. Wir könnten nochmal das ein oder andere Busdepot, glaube ich, gebrauchen. Dann setzen wir eins mal dahin. Und eins nochmal direkt dahin. Und wir mal ein paar mehr Busse hier rumfahren lassen können. Kann ja nicht wahr sein. So. 220 nehmen pro Woche die U-Bahn. Ich habe eine U-Bahn. Ich habe keine U-Bahn. Ach nee, Zug ist das. Ja, das ist natürlich geil, wenn die das nehmen. Das sind Zuglinien, alles klar. Feuer sieht gut aus. Ah nee, das ist Gesundheit gewesen. Also Gesundheit sieht auch gut aus. Ja, dann können wir mal langsam so mal um die Ecke hier kümmern. Und zwar machen wir das hier wieder ganz klassisch. Das ist die ultra fette Straße. Führen sie hier so einigermaßen lang. Dann würde ich aber glatt sagen, wir machen hier immer noch einen Umbau. Und zwar ziehen wir das jetzt. Wir machen erstmal Folgendes. Das ist ja Highway, den können wir erstmal upgraden. Weil es ist ja ein bisschen geräuschdämmend, wie wir inzwischen gelernt haben. Sehr kostspielig ist, sag ich mal. Es macht irgendwo Sinn. Das wollen wir aber nicht machen. Da wollen wir ganz normal die Abfahrt nehmen. Hat hier ja auch schon Wände. Ultra. Na egal, hat die halt eben keine. Mal alles haben. So. Die auch schon? Nee. Bis dahin. Okay. Dann haben wir jetzt hier so Schallwände. Es ist immer hergehen. Jetzt möchte ich hier, obwohl da können wir auch eigentlich sowas eigentlich nehmen, ne? Dreibahnkreuzung. Alle aufkommen. Hauen wir die kurz hier rein. Hier kurz mit dem Demolition Man an. Dann gehen wir einfach mal her. Ja. Ah, ein bisschen müssen wir leider noch demolieren. Das
das Ding ist halt schon